Wir kommen jetzt zur Fall. Hashtag Gurke. Hashtag Gurke. Der hat eine neue App entdeckt. Sein erstes Handy mit fast 10. Fast 10. Kili, können wir jetzt die Verlosung bitte schnell machen? Ich wollte sie nicht über 30 Minuten haben. Bitte. Wir haben jetzt, was heißt wir? Ich habe die ganzen Namen aufgeschrieben. Sollte irgendeiner fehlen, dann tut es mir leid. Blöckt mich voll per Kommentar oder Nachricht. Dann werde ich einen Trostpreis noch ordern oder irgendwas Kleines. Dann ist es wirklich untergegangen. Ich habe probiert, mich durchzuscrollen, alle aufzuschreiben. Werde die jetzt namentlich vorlesen. Dann werden wir sie zerknüllen, hier in diese Schüssel wieder reintun, unsere Oldschool-Verlosung, dass sich keiner benachteiligt fühlt, dass wir irgendwie geschummelt hätten. Klar, irgendwann, wenn es ein paar mehr Abonnenten sind, müssen wir wahrscheinlich den Generator auch nehmen. Oder werden dann Zettel ausdrucken und dann mit dem Finger langfahren und einer sagt Stopp oder sowas. Gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Mama? Na, mach. Das mache ich immer, wenn du... Komm, mach nochmal. Gut. Können wir jetzt weitermachen? Jetzt können wir weitermachen. Ja. Gut. Also, sollte ich jemanden vergessen haben, ist es nicht mit Absicht. Derjenige muss sich dann melden. Aber ich habe das Ding ja um 12.10 Uhr geschlossen, mein Video. Und dadurch, dass ich die Kommentare immer nur frei gebe, sehe ich ja anhand derer, falls ich jemanden vergessen habe, ob er da noch in der Liste drin ist, alle, die danach kamen, nach 12 Uhr, die dann nicht freigegeben wurden, das sehe ich ja dann. Also... Die haben dann versucht zu schummeln. Die kommen dann nicht mehr durch. Ab 12.10 Uhr war bei mir Ende im Gelände. Und deswegen starte ich jetzt. Also, einmal Nadine R. Rein. Heftiger Name. Hältst du wieder die Schüssel? Ja, wie immer. Du Schüsselhalter. Inge Postler. Ich mach's jetzt so, dass man es nicht lesen kann. Dass jeder sieht, dass er drin ist. Die Testecke. Die Testecke. Ja, du findest ja die Namen alle komisch, wa? Marlene Mielke. So hieß mir mein Frauenarzt damals, Mielke. Cindy Hafenrichter, sorry. Eine aus meiner Klasse, eine aus meiner Klasse halt mit Namen Richter. Marlene. JPS Blue. JPS Blue 1. GPS. Nee, JPS. JPS Blue 1. Priscilla's Nails. Oder Priscilla's Nails. Dann Home Sweet Nails bei Dani. Muss ja hier korrekt sein, ne? Der ein oder andere kann es auch vorspulen. Nagelstudio Telling steht. Irgendwann habe auch ich gerafft, wie man den Namen ausspricht. Habe immer Stett gesagt oder Stet. Higa Machika Ola sei an dieser Stelle gegrüßt. Ich habe gerade verstanden, Machiken. Higa Machika. Caro Schnuppe. Jetzt kommt dein Lieblingsname. Stefanie hat keinen Nachnamen. Wirklich? Ja, hattest du wohl. Jö, jö, jö. Du musst singen. Hashtag Gurke. Hashtag Gurke. Hashtag Annalena Bartels Schüler. Hast du echt einen Hashtag dabei? Quatsch. Oh, MS Michis 70. Da. Britta Ebauer kommt als nächstes. Muss mich beeilen. Möchte es nicht in die Länge ziehen. Britta Ebauer. Ja, ja, Kili. Ursula Schmidt. Auch das. Ich sag jetzt überall cool, cool, cool. Susanne Hups Stump. Janika. Du nervst mich jetzt schon, ey. Gabi Egel. Katja Snagewelt.
Silver Angel XX. Ach so, Mann, du hast mich verarscht. Oh Mann. Alexandra Laie. Rednix oder Reednix? Bazinga. Bazinga? Ach, Bazinga. Schoko. Mann, nee, hör doch mal auf. Schoko. Manuela Schiemann. Mary Kitty Wolf. Silverdienstbier. Ey, du bist ein richtiger DJ. Timo Hannemann. Nee, Timo Hannemann. Das ist ein Doppel-N. Ey, Kirjan, hör doch mal auf. Kannst du nicht einen anderen Knopf nehmen? Sabine Schwela. Sollte ich den Namen falsch aussprechen, tut's mir leid. Michu Noah. Was, Headshot? Sunny F. Can't touch it. Achso. Ilka Winhauer. Nee, Ilka, nicht John Cena. Alexandra Kraus. Und jetzt kommen wir zum letzten. Alexandra Schreinemackers. So, okay, Kilian. Guck mal, das ist schön. Vielen Dank. Das ist jetzt, schön. Ja. Das ist jetzt deine Kiste und du willst ja jetzt. Nein, du ziehst immer, weil ich muss heute der DJ sein. Ich muss dieses Spiel. Ich zieh heute. Ja. Oh. Welches Paket von dir fängst du denn jetzt an? Trostpreis? Trostpreis, genau. Okay. Achso, gib mal her. Den Trostpreis, damit die Leute wissen, worum es geht. Bitte. Es geht einmal um Pflegetücher für Sauberkeit, einmal für so einen Schwammi, für einen Nagellack und einmal für eine schöne Maske. Der Bleichtürkise. Ja, eine Maske. Und bei der Maske ist ein Autogramm dabei, da steht Kili. Also genau. Beschweren kann man sich da eher weniger. Sein Leitspruch, beschweren kann man sich da eher weniger. Es geht um den Trostpreis. Machst du einen Trommelwirbel oder so? Nee, ja, warte. Hab ein. Schläft dir keiner an. Annalena Bartelt-Schüler. Oh Gott. Wir sind auf dem falschen Kanal. Achso, richtig Party für dich. Annalena Bartelt-Schüler. Du kriegst den Trostpreis. Reinigungstücher, Maske, Spongy Bob und den Bleichtürkisen. Also zum Zweitplatzierten gehört ja einmal das, dann die Packung hier mit Mermaid, dann einmal für einen Mann. Ist das für Männer? Ja, oder für Frauen, je nachdem. Zwei Masken, die wichtigen Abflusssiebe, damit die Haare auch schön wieder entfernt werden können. Eine Badebombe Honig-Zimt, ne? Nee, falsch. Nur Honig. Und dieser tolle rote Nagellack. Das war der Zweitplatzierte. Könnt ihr dann auch im Video nochmal gucken, wo wir das alles abgedreht haben. Wann geht's? Und dann eben dieses Package. Ja. So. Zweitplatzierter. Sag mal Stopp. Okay. Stopp. Da muss einer abfallen. So, jetzt liest du den vor. Okay, es ist Katjas Nagelwelt. Ich zeig's mal so alles hoch. Ihr wisst ja, was der Erstplatzierte bekommt. Kaffee to go, Thermosbecher, Balea, hier Zinnfiguren, Baluschaum, wieder was für Männer, ein Waschgel,
guckt bitte dafür das Video, was wir abgedreht haben. Da ist alles bei. Auch so ein Spongy, dann Creme von Suela und so weiter und so fort. Mama? Ja? Hashtag Gurke. Hashtag Gurke. Hashtag erster Preis. Man muss Trommel so, machen. Der letzte Preis. Es geht jetzt um den ersten. Immer wenn das Snapchat sagt, dann greifst du an, okay? Achso, okay. Hier. Der erste ist gezogen. Und es ist. Kann man nicht ich lesen. Sehe nichts. Ich hab's zu komisch. Achso, jetzt aber. Kann ich nicht lesen. Manuela Schiemann oder Schimmern. Schiemann. Erster Preis. Du hast den ersten Preis gewonnen. Ich pack auch jeweils den Zettel immer wieder da rein in die Kiste, damit wir Bescheid wissen. I'm gay. Ja, für die anderen tut's mir leid, aber wir machen so eine Sachen ja öfter. Trotzdem denke ich mal, die Chance ist höher als bei anderen. Das Abschiedslied. Ich bin nur noch gar nicht so weit. Wisst ihr Bescheid, Hashtag Gurke. Die drei Gewinner bitte. Meldet euch bei mir. Insta, Facebook oder per E-Mail. Insta, Facebook ist alles gleich Miranda Karat eingeben und suchen. Manche sind wahrscheinlich schon drin in meiner Liste. Oder über E-Mail misskaratberlin@gmail.com. Aber ich notiere es alles nochmal in die Infobox. Und dann lasst mir bitte die Adresse zukommen. Dann wird es morgen rausgehen. Jetzt über die Feiertage wäre es ja eh Schwachsinn gewesen. Da hätte sich kein Postbote bemüht oder die Post generell. Von daher habt ihr das hoffentlich noch vor Sonntag. Ja, müsste klappen. Gut, dann sage ich danke, dass so viele zahlreich mitgemacht haben. Gratulieren den Gewinnern, ne? Ja. Wünschen euch an dieser Stelle einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich weiß, dass ich jetzt dieses Jahr definitiv auf diesem Kanal nicht mehr kommen werde. Ich schaff's nicht durch die Geburtstage. Ich schaff's auch nicht durch andere Aktivitäten mehr, irgendwas abzudrehen. Von daher frisch im neuen Jahr sieht man mich wieder oder uns, je nachdem. Und Instagram. Was wollte ich noch sagen? Dass ich cool bin. Na sowieso. Cool. Hashtag Gurke. Okay, jetzt aber das Ende, oder? Ja, rutscht gut rein, alle. Wann darf ich machen? Ach, sind wir schon am Ende? Ja. Sagst du auch noch guten Rutsch oder so? Guten Rutsch ins neue Jahr. So, genau. Wir sehen uns im nächsten Jahr. Bleibt alle fit. Nicht zu viel feiern. Schön auf den Beinen stehen bleiben. Nicht irgendwo hängt. Sonst wo drüber fallen. Macht's gut, ihr Lieben. Bis im neuen Jahr. Hört sich ja total komisch an. Auf dem Nagelkanal werde ich nochmal ein Nagelvideo hochladen. Hier fürs erste 2017 ist es das letzte Video. Horst, ja sentimental. Darf ich jetzt? Das letzte Video. Mama, aber jetzt 2017. Du musst dich jetzt verabschieden. Okay, ich werde gezwungen, mich zu verabschieden. Macht's gut. Bereit? Ja. Let's do this.